Ja, es soll wie gesagt um eine Version gehen, wo ihr dann hinterher in den Taschenrechner eingeben könnt. Klärt vorher ab, ob ihr es machen dürft. Vorausgesetzt ist jetzt, dass ihr wisst, was ist ein stabiler Vektor, was ist eine stationäre Verteilung, warum ist der Ansatz m mal x-Vektor gleich x-Vektor. Wir haben hier in dem Beispiel insgesamt 20.000 Kunden. Es sollte klar sein, dass ihr die Matrix mit x1, x2, x3 multipliziert und es kommt x1, x2, x3 raus. Wir kommen auf ein Gleichungssystem, wo ihr erstmal alles auf die andere Seite holt, dann zum Beispiel mit dem Gauss-Verfahren löst, nur dieses Gleichungssystem und kommt in der letzten Zeile dann auf 0 gleich 0. Damit habt ihr dann bewiesen, ja, es gibt eine stationäre Verteilung und an dieser Stelle machen die meisten ja dann weiter mit sei x3 gleich t etc. etc. Jetzt könnt ihr an dieser Stelle, wenn klar ist, dass es eine stabile Verteilung gibt, x1 plus x2 plus x3 gleich 20.000, diese Voraussetzung nutzen. Warum? Wir haben ja insgesamt 20.000 und könnt sagen, nach dem ersten Schritt, römisch 1 und römisch 2, jeweils diese Sachen rübergebracht, ergibt 0,8 minus 1 ist minus 0,2, 0,1 bleibt, 0,4 bleibt, das ist weg, ist 0. Entsprechend so die zweite übernehmen, die dritte weglassen und ersetzen durch 1, 1, 1 und 20.000. In der Taschenrechnereingabe Mod 5, 2. Dann taucht A, B, C, D auf. Macht euch die Notiz. A, B, C sind diese Werte. Hinten die letzte Spalte sind die Werte. Der Taschenrechner spuckt euch dann die drei Werte raus für den stationären Vektor für die stabile Verteilung. Nochmal, macht euch die Notiz, die Voraussetzung ist, dass ihr geklärt habt, ja, es gibt eine stabile Verteilung mit Lösen von diesem Gleichungssystem auf 0 gleich 0. Dann könnt ihr sagen, ich ersetze die letzte, im Prinzip irgendeine, ich habe jetzt die letzte ersetzt durch x1 plus x2 plus x3 gleich entsprechend die Gesamtanzahl, die vorgegeben ist und könnt dann mit dem Taschenrechner lösen.